herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, meine lieben Freunde. Ich freue mich so sehr drauf. Aber ich lasse erstmal die Bilder sprechen. Craig. Craig bleibt immer gleich. 1776 entschied diese große Nation, dass nur der bewaffnete Konflikt unser Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück verteidigen könnte. Wenn unsere Gründerväter uns jetzt sehen könnten. Von Antietam bis nach Amiens, Okinawa und Anchorage. Wir haben gekämpft. Doch die rote Gefahr steht vor der Tür. Und unsere Demokratie steht auf Messerschneide. Und deswegen feiern wir heute am 4. Juli 2076, 300 Jahre nach Gründung unserer großen Nation, gemeinsam die Vollendung von Wort 76. Dieser weitläufige Bunker wurde vielleicht von Vortech entworfen, aber er wurde von euch erbaut, von aufrichtigen Amerikanern. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Doch nicht jeder kann gerettet werden. Unsere Besten und Klügsten sollen in diesem Wort weiterleben. Wenn die Kämpfe vorbei sind und der Fallout sich legt, beginnt der Wiederaufbau. Nicht nur Mauern oder Gebäude, sondern auch Herzen und Geister. Und schlussendlich Amerika selbst. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Wort 76 unsere Zukunft beginnt. Na, das ist doch mal eine rührselige Ansage, die motiviert nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Erleben, meine lieben Freunde. Guten Morgen, Wort 76. Hier spricht die Aufseherin. Hoffentlich hat Ihnen die Party gestern gefallen. Auch wenn Sie es vielleicht übertrieben und verschlafen haben. Aber es wird Zeit, aus den Federn zu kommen und frische Luft zu schnappen. Wir waren lange genug eingesperrt. Heute ist Rückeroberungstag. Auch wenn es Zeit ist zu gehen, werde ich nie den Tag vergessen, an dem Sie Wort 76 zum ersten Mal betreten haben. Sie unterscheiden sich durch Ihre Herkunft, Ihre Hautfarbe oder Ihren Glauben. Doch Sie alle haben eine sehr wichtige Eigenschaft gemein. Sie sind die Besten und Klügsten dieses Landes. Was aber viel wichtiger ist, Sie alle werden immer meine Familie sein. Nun gut. Also wir dürfen jetzt als erstes einen Charakter erstellen. Wir überlegen, ob wir einen weiblichen Charakter oder einen männlichen Charakter erstellen. Ich glaube, das ist erstmal als allererstes wichtig. Wir werden einfach einen männlichen Charakter herstellen oder erstellen, besser gesagt. Und ja, da gibt es immer, man kann hier mal Gesichter auswählen, dann kann man noch Formen setzen, aber prinzipiell kann man erstmal hier so ein Standardgesicht aussuchen. Schauen wir mal, ob wir ein schönes finden oder was uns zusagt. War eine Person dabei, die kam mir sogar bekannt vor. Das ist die hier. Bin mir nicht sicher. Wir nehmen jetzt mal die Person. Dann schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwas Kleines verändern. Hier, also vielleicht sowas hier. Und dann den Wheel verschieben. Man kann hier auch noch nach vorne oder nach hinten. Hier. Ach so, einfach mit dem Mausrad verändert man es. Man wählt eine Partie aus, also zum Beispiel hier die Lippen jetzt, und dann kann ich mit dem Scrollrad
weniger oder mehr machen. Ja, das. Ach, achso, hier, Stil kann ich sogar. Ah, das Kampf. Asphaltdschungel. Professor. Adrett. Vollzeitjob. Rebell. Schmuddel. Ein kleiner Schmuddel! Ein kleiner Zottel! Und ein kleiner Gepflegter. Ödländer. Wildmänner. Schmatzlocke. Alpha-Männchen. Jawohl, von der nächsten. Haarknoten. Ronin. Auf diese Namen. Garagenband. Anti-Held. Gammler. Oder wir nennen ihn Jesus. Ja, ich weiß noch nicht. Warte mal. Ja, der war Schmalzlocke, ha? So, können wir noch Farbe ändern. Grau, Silber, Weiß. Dealer. Help, Gelb. Boah, du Scheiße. Alles ist da. Nachtschwarz. So. Machen wir so einen kleinen Elvis. So. Können wir noch Bart? Ja, D. Mit Bart. Ah, schau her. Mach mal so einen kleinen Elvis, oder? Schauen wir mal, ob wir hier. Gangster. Unterlippenbart. Neureich. Pokerface. Ja, voll Pokerface, ne? Metzger. Sehen alle Metzger so etwa aus? Prosper, die Bestie. Hombre, der Brade. Vollgas. Spitzbart. Spitzbart sieht doch nicht aus. Hier. Das. Ja, das geht ja schon Richtung Elvis. Wer macht sowas? Bürgerkriegsende. Der Lincoln. Nicht schlecht. Also. Aber schauen wir mal weiter. Warte mal. Abenteurer. Bereit für das Ende. Bereit für das Ende? Ich glaube, für das Ende zum Wegschneiden des Barts. Ja, nee, ich glaube, der Lincoln, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das ist eigentlich eine coole Kombination. So. Ich weiß nicht, ob man das später vielleicht sogar nochmal ändern darf. Make-up, Makel, Schaden, Schmutz. Der Kohlebergmann, der bespritzt Strahlungsstaub, Dreck und Blut. Der Grabenkampf. Schaden. Das sind so Narben. Da machen wir jetzt eigentlich keine. Ja, irgendwie sagt mir jetzt der Bart dann doch nicht so ganz zu. Einsamer Typ, harter Typ, Naturbursche. Das sieht so komisch aus. Oh, wow. Nimm mal den Gangster. So. Okay, Geschlecht, Körper. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aha, hier kann man jetzt zum Beispiel muskulös oder eher dünn einstellen oder eher... Ah, groß. Ja, das ist auch eine schöne Umschreibung. Groß. Das hat wahrscheinlich so seine Vorteile, ne? Muskulös braucht wahrscheinlich viel Energie und Ausdauer. Dünn ist wahrscheinlich eher schwach. Hat halt nicht so viel Kraft zum Zuhauen, ist aber flink, wendig und vielleicht braucht er dann auch nicht so viel Ausdauer. Und groß, ne, ist viel Masse, wahrscheinlich robuster, ja, aber halt langsam und vielleicht auch nicht so ausdauernd. Also vielleicht so, hier irgendwie so, vielleicht so, so leicht dünn und muskulös, oder? So irgendwie würde ich sagen. Ja, ein bisschen Masse, aber flink. Flink wie ein kleiner Wiesel. So. Okay. Dann würde ich sagen, so machen wir das. Jetzt geben wir denen noch einen Namen. Wir nennen ihn einfach klassisch Xaorok. Jetzt nochmal ein Foto machen. So. Was haben wir hier? Sichtfeld. Jetzt, was können wir jetzt hier machen? T-Menü umschalten. Können wir hier. Ah, okay. Den Pfeiltasten. Spiele anzeigen. Ausdruck. Ängstlich. Ach so. Oh mein Gott. Wie geil. Okay, amüsiert. Yeah. Wütend. Ehrfürchtig. Besorgt. Zuversichtlich. Angewidert. Flirtend.
So sieht also der Flirt nicht glücklich. Nein. Beeindruckt. Okay, warte. Also wir können hier wahrscheinlich zoomen, ja, das machen wir mal. Also so ein bisschen zoomen. Was haben wir hier? Ansicht rollen. Ja, so leicht schräg vielleicht, ne? So Tiefenschärfe. Ah, hier kann man Stärke. Das ist so. Ah, das können wir eigentlich alles lassen, wie es ist. So. Zieh. So. Jetzt schauen wir mal. Posen, Kategorie, posieren. Ja, das sehen wir jetzt dann schon nicht mehr. Das ist gut. So, okay. Weiter. Da kann man noch Helligkeit, Filter, Rahmenkategorie. Achso, hier kann man noch Ausweise setzen. Warte mal. Da müssen wir doch noch mal ein bisschen rausscrollen. Very nice. So, okay. Schauen wir mal. So. Perfektes Foto. Wie geil. Okay, gut. Das ist unser Ausweis. Du kannst den Fotomodus wieder aufrufen, indem du Escape, die T-Taste drückst und Escape drückst und dann T auf der Karte T willst. Dann kann man ein neues Foto machen. Okay. So. Okay. Ja, kommen wir zum Spiel. Liebe Leute, wir haben schon mal Fallout gespielt. Ja, nicht 76, 76 ist brandneu. Und wir haben schon mal Fallout gespielt. Wir hatten damals aber leider das kleine Problem gehabt, dass meine Festplatte abgeraucht ist und wir auch schon relativ weit gewesen waren. Und ich irgendwie nicht so wirklich große Lust hatte, nochmal bis dahin zu spielen. Weshalb ich gesagt habe, wir spielen das irgendwann mal wieder, was niemals passiert ist. Und umso mehr freue ich mich, dass Fallout 76 raus ist und wir sozusagen einen Neuanfang starten können und hoffentlich diesmal nicht das Problem passiert, was wir damals hatten, dass die Festplatte abkackt und unser ganzer Save verloren geht. Und ja, genau. So, grafisch brauchen wir eigentlich nicht viel dazu sagen. Sieht nice aus. Kennt man von Fallout? Vielleicht bisschen frischer, also so ein paar Kleinigkeiten, denke ich, sind bestimmt ein bisschen besser geworden oder wurden verändert. Aber ich denke jetzt mal, dass wir hier jetzt nicht so was Weltbewegendes erkennen werden. Eine Gitarre. Oh, wir können mit der Gitarre spielen. Klasse. Man spielt von Instrumenten, entspannt dich, spiele lang genug, um einen Bonuseffekt zu erhalten. Da kann ich schlecht spielen, ha? Wie lange muss ich denn spielen, um einen Bonuseffekt zu kommen? Naja, so. Und stopp. Okay, was haben wir noch? Können wir Brettspiele spielen? Hier Red Poker oder Blast Radius. Klingt alles sehr spannend. Was haben wir hier? Warte mal, da war doch irgendwo was. Stuhl, sitzen, sehr schön. Wenn man Müller Skifahren kann man auch, also für Freizeit und so ist alles gesorgt. Ja, immer ein Computer. You are invited! Ah, die alten klassischen Computer von 1776. Tablets können Holobänder enthalten. Drücke R, um ein Holoband auszuwerfen, um eins zu laden. Nein, das Fingertaper. Was passiert jetzt? Ah, wir kriegen ein kleines Video. Nee, was? Start the game. Was haben wir denn jetzt hier? Ich dachte, wir spielen Fallout 76. Ja, was müssen wir denn machen? Hold Space to Port. Okay. Ach so. Das ist ja bescheuert. Sehr gut. Hab ich Level geschafft. So, jetzt kommt Level 2. Oh. Very nice.
Na gut. So. Ja, schönes Spiel. Dankeschön. Hat mich gefreut. Sie sind eingeladen. Zu was bin ich eingeladen? Ja, zu was denn? Alle. Okay, wann? 22 Uhr. Bis Mitternacht. Wir haben die restlichen Alkoholrationen und die offizielle Wowtech-Partyhüte freigegeben. 10 Minuten vor Mitternacht wird die Aufseherin eine Rede halten und den Countdown durchführen. Wir wünschen viel Spaß. Eine frohe Rückeroberungstag. Heute ist es soweit. Der Rückeroberungstag ist gekommen. Auf diesen Augenblick haben wir uns 25 Jahre lang vorbereitet. Wir sind bereit. Sie sind bereit. Amerika wartet auf uns. Also brechen wir auf. Die Aufseherin. Ja, klingt doch super, oder? Ich finde das so lustig, ne? Wir schreiben eigentlich das Jahr 2076. Aber alles ist so in den 70ern oder 60ern gehalten. Das finde ich eigentlich mega interessant. Trocken aktivieren. So, dann haben wir mal schön waschen, ne? Aber die haben es deutlich besser als wie damals im alten Vault-Tec von dem vorigen, also von dem vorigen Fallout, hä? Guck, da kommt sogar Wasser raus. Schnell wieder ausmachen. Wasser muss mal sparsam sein. Ich benötige mehr Zucker. Mhm. Na gut. So, noch sind wir allein. Irgendwie. Aber hier sind zwei Tische, ne? Vielleicht haben wir eine Frau oder so. Oh, guck mal, Fernseher. Da kommt nicht so viel. Ein Hund? Hatten wir einen Hund? Im vorigen Teil hatten wir ja einen Hund, ne? Yeah, unser Pip-Boy. Klasse. So. Hightech vom Feinsten, ne? Ganz klare Sache. So, drücken wir mal Tab. Haben wir jetzt das super Gerät, ne? Das ist immer unser Zustand. Welche Effekte wir haben. Hier können wir Skillpunkte verteilen. Hier sehen wir unsere Gegenstände. Hier haben wir sogar ein Radio. Schau an. Und natürlich unsere Quests. Es gibt tägliche Quests. Nebenquests, Hauptquests. Und unsere Hauptquest ist es jetzt, rauszugehen. Sieht ein bisschen leer aus. Ein Briefkasten. Haben wir Post? Nein. Niemand will uns jemals schreiben. Sie wurden mit nichts Geringerem als dem Wiederaufbau Amerikas beauftragt. Eine Ach, super. Enorme Verantwortung. Sie sollten wissen, dass Vault-Tec stolz auf Sie ist. Dass ich stolz auf Sie bin. Klaus! Wenn Sie das hören, bin ich schon seit mehreren Stunden unterwegs. Ich habe meine eigene Mission. Draußen in Appalachia. Was ist denn mit Klaus? Klaus! Komm! Geh mal einen trinken. Klaus ist weg. Kein Klaus mehr da. Ah, Zwergi! Zwergi! Wo ist denn Zwergi? Auch weg. Sir, hallo? Oh. Endlich! Ich hatte schon befürchtet, dass Sie gar nicht mehr aufwachen. Hab ich schon lange geschlafen? Vergessen. Heute ist Rückeroberungstag. Es ist Zeit, den Vault zu verlassen. Die meisten anderen sind schon weg. Echt? Kommen Sie lieber in die Gänge. Ich bleib ruhig hier, ne? Also hier gefällt's mir eigentlich. Hier mal ein Ball. Na, kann man Basketball. Das ist ja krass. Hab ich jetzt voll verpennt oder was? Warum hat mich denn keiner geweckt? Das gibt's doch nicht. Dass mich keiner erweckt. Also das ist schon gemein. Warum hat mich denn keiner geweckt? Bei den Posten können Sie Ausrüstungsstücke erhalten. Nur eines pro Bewohner. Haben die ganze Party ohne mich gemacht. Also unglaublich. Was ist hier los? Oh. An Hunger oder Durst zu sterben. Absolut peinlich. Das stimmt. Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Das wäre mega traurig. Was ist das hier? Hier sind wir. Du meinst dort hier. Hä? Und dann weitergehen. Okay, gut. Ja, wir sind komplett allein. Außer diese Maschinen. Achten Sie stets auf das Klicken des Dosimeters in Ihrem Pip-Board. Ach, warte mal, hier ist ja noch mehr. Schön. Und hier ist noch mehr. Baumaterial. Annehmlichkeiten
gibt es draußen keines, Sir. Was Sie haben möchten, müssen Sie bauen. Okay. Bauen? Wie geht das? Wir können bauen? Denken Sie daran. Sie müssen es nicht im Alleingang versuchen. Finden Sie andere und schließen Sie Freundschaften. Nee. Wir werden keine Freunde kriegen. Ich will so richtig arschig sein. Mal gucken, wie wir spielen werden. Wollen wir den ersten anderen Spieler entdecken? Ja, vielleicht hat es der ein oder andere schon gewusst. Dieses Spiel spielt sich im Multiplayer. Also, das ist online, Leute. Ohne Scheiß, das ist online. So, Vault-Tech-Berichte. Schauen wir mal, was haben wir da hier. 25 Jahre nachdem sich der Vault-Tür geschlossen haben, ist es ihre Aufgabe, ihre Bürger auf das Verlassen von Vault 76 vorzubereiten und mit der sogenannten Rückeroberung zu beginnen. Genauere Einzelheiten werden ihnen automatisch zugestellt, sobald der Zeitpunkt näher rückt. Nach der Rückeroberungstag sind sie angewiesen, persönlich drei Autoraketensilos namens Alpha, Bravo und Charlie zu lokalisieren und sie zu sichern. Falls diese Standorte nach wie vor atomtauglich sind, haben sie dafür zu sorgen, dass niemand außer Vault-Tech Zugang erhält oder nukleare Bewaffnung initiiert. Klar und deutlich ausgedrückt, selbst wenn andere Instanzen, Regierung, Militär oder ähnliches Anspruch erheben sollten, ist dieser unter allen Umständen zu ignorieren. Die Zuständigkeit liegt allein bei Vault-Tech. Rahmenbedingungen für Vault-Tech 76. Ja, da ist immer sehr viel Text. Das ist vielleicht nicht immer alles so mega interessant. Ablauf der Operation. Wenn man aufgewertet soll, kommt es auf jedes Leben in diesem Vault an. Aber richtig, vorgeschriebene Abschaltung. Unsere Studien haben gesagt, dass Setzobjekte selbst nach vergleichsweise kurzer Zeit von den Annehmlichkeiten eines Vaults abhängig werden können. Das darf in Vault 76 nicht geschehen. Nachdem Sie die Erwartungsnachricht erhalten haben, wird Vault 76 innerhalb von 24 Stunden alle Funktionen einstellen. Als letzte Stufe wird auch die Luftzirkulation deaktiviert. Sie sollten die Vault-Bewohner daher warnen. Oh! Im Vault nach Ablauf der Frist tödlich sein kann. Alle müssen das Nest verlassen. Es ist unbedingt erforderlich, dass sich alle Bewohner auf ihre wichtigste Aufgabe konzentrieren, Amerika wieder aufzubauen. Krass! Das Ding schaltet sich hier einfach von alleine ab, damit man nicht hier bleibt. Ja, gut. Gute Maßnahme, ne? Wirklich gute Maßnahme. Aufseher-Logbuch. Oder sollte ich lieber sagen, direkte Kommunikation. Denn wer das hier hört, hatte den Mumm, sich auf die Suche nach mir zu begeben. Gut, dass Sie nach mir suchen. Um ehrlich zu sein, benötige ich Ihre Hilfe. Ich habe eine Aufgabe erhalten und beschlossen, gegen das Protokoll zu verstoßen, indem ich Ihnen davon berichte. Denn wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann, dass wir uns aufeinander verlassen müssen. Es gab in Appalachia drei aktive Atomraketensilos, bevor die Bomben fielen. Die Welt wurde schon einmal in die Luft gejagt. Das darf nicht nochmal passieren. Also müssen wir alle Silos finden und sichern, oder? Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ja gut, bevor hier uns die Luft ausgeht, ne, geh mal lieber mal raus. Ich empfehle euch auch zu gehen, ne? So, was haben wir hier? Das Camp ist entscheidend für den Wiederaufbau Amerikas. Eine rostige Tetanus hervorrufende Hütte nach der anderen. Wir haben jetzt eine Datei, also ein Tool bekommen, mit dem er ein Camp aufbauen soll oder hinstellen soll, glaube ich. Und wir dann sozusagen einen eigenen Ort kreieren, so ein bisschen. Für manche sind es Jobs. Jetzt muss man Special wählen. Also, stärker repräsentiert deine reine psychische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Wahrnehmung beeinflusst das Erfassen von Gegnern in der Nähe, die Fähigkeit, Schleichbewegungen zu entdecken und die Waffenpräzision im Watz. Watz ist übrigens dieses Nicht-Selber-Schießen-Modus-Ding da.
Außerdem stehen für Ausdauer steht für deine physischen Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit, deinen Widerstand gegen Krankheiten und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Charisma ist deine Fähigkeit, anderen zu führen und ihnen zu helfen. Es ermöglicht dir, Skills mit höheren Punktzahlen zu teilen. Außerdem also wirkt es sich auf deine Belohnung für Gruppenquests und Preise beim Handeln aus. Intelligenz steht für deine allgemeinen geistigen Kapazitäten. Der Wert bestimmt deine Fähigkeiten, Terminals zu hacken und den Zustand und die Haltbarkeit von hergestellten Gegenständen sowie den Ertrag bei Wiederverwerten. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Glück fasst zusammen, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern sowie den Zustand und die Haltbarkeit von Gegenständen, die du durch Plündern erhältst. So, was nehmen wir? Man kann später, glaube ich, auch noch in die anderen Sachen reinskillen, aber wir nehmen jetzt Intelligenz. So, erste Hilfe. Stimpack stellen mehr, 15% mehr verlorene Gesundheit wieder her. Das ist doch schön. Das klingt doch super. Das haben sie aber schön gemacht, ne? Das war früher nicht so geil. Das haben sie schön gemacht. Schaut, jetzt können wir hier oben sehen, wie unsere aktuellen Special sind. Das finde ich eigentlich auch lustig, ne? Dass sie hier Special, dass sie das so perfekt reingekriegt haben. Und da haben wir jetzt reingeskillt. So. Jetzt können wir das hier da oben reintun. Unsere Karte, die wir bekommen haben. Genau. Das ist ja interessant gemacht. Das ist eigentlich ziemlich cool. Fand ich schön. Coole Idee. Klasse. So, ja, dann gehen wir mal raus. Oder weiter zumindest. Bevor die Luft abgeschaltet wird. Stellt euch mal vor, wir hätten noch länger geschlafen. Ha! Das wär ein Desaster geworden. So. Da geht's raus. Boah, da draußen sind aber hell. Ja, meine Freunde, ich sage nochmal herzlich willkommen zu dem neuen Projekt Fallout 76. Ich denke, das wird ein endlos Projekt, wenn nicht unsere Festplatte wieder abknallt. Und ich hoffe, ihr seid komplett mit dabei und euch gefällt dieses wunderschöne Projekt. Und ich würde sagen, beenden wir diese erste Folge und ich freue mich auf die nächste. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage ciao, ciao.